Hallo zusammen, willkommen zu meinem neuesten Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es mal wieder um einen kleinen Produkttest. Diesmal um einen Akkustaubsauger in einer guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Was ich damit meine, das seht ihr nach dem Intro. Als erstes schauen wir uns den bei Amazon an, da könnt ihr den nämlich aktuell bekommen. Es handelt sich um den Aonus A9 Pro Akkustaubsauger mit einer 500 Watt Leistung. Und wenn ihr mal genau hinschaut, der kostet 269,99 €. Und wenn ihr den Coupon anwendet, der zurzeit noch gültig ist, dann könnt ihr ganze 60 € sparen. Also von da auf nach Amazon. Selbstverständlich werde ich euch den unten in der Videobeschreibung verlinken, dann könnt ihr den auch mal da anschauen. Der Sauger kommt hier in einer wunderschönen, schlanken Verpackung. Das ist also ein kleiner Karton, das ist echt überschaubar. Und alle Einzelteile sind da sorgfältig und einzeln verpackt. Es ist auch eine deutsche Anleitung dabei, die aber im Grunde genommen überhaupt nicht erforderlich ist, weil das alles so selbsterklärend ist. Ein Akku ist natürlich mit dabei, irgendwo muss die Kraft hierher kommen und dann das entsprechende Ladegerät. Das Ladegerät lässt sich an der Wand befestigen, was dann im Prinzip eine dauerhafte Positionierung des Staubsaugers natürlich ermöglicht. Wir haben unseren Staubsauger, den wir vorher genutzt hatten, in der Küche hängen, am Küchenschrank, und da werden wir jetzt dann in Zukunft diesen aufhängen, weil der alte, der hat tatsächlich nach vielen Jahren seinen Akku den Geist aufgegeben. Ja, und wie ihr seht, der ist also sehr kompakt, solide verarbeitet, habe ich das Gefühl. Also es fühlt sich alles sehr hochwertig an und auch ordentlich von der Verarbeitung. Die Bedientasten sind gut zu bedienen. Ich meine, was haben wir jetzt groß zu bedienen? An, aus und so weiter. Und wie ihr sehen könnt, wird ein umfangreiches, ja, Aufsatzsortiment mitgegeben, und zu meiner Überraschung, muss ich dazu sagen, ist tatsächlich eine mitdrehende Bürste hier dabei. Das heißt, der Hauptfuß, der hat also eine Akku- bzw. stromunterstützte Bürste, die sich dann mit rotiert. Insgesamt hat die bei uns ja eh viel Aufgaben. Wir haben Hund und Haare zu beseitigen. Also von daher lassen wir uns mal überraschen. Ja, der Behälter ist leicht abzunehmen. Unten drunter befinden sich ein HEPA-Filter und noch so ein Kunststofffilter. Die sind dann leicht zu wechseln und auch zu reinigen. Ja, dann hat er hier so einen schönen Knick, das ist so ein kleines Gadget. Das heißt also, wir können tatsächlich den Einsatz etwas leichter unter den Möbeln hier vornehmen, indem wir tatsächlich einfach nur den Knick machen. Und damit ist natürlich schon viel einfacher, unter Möbeln zu kommen. Man muss sich nicht so bücken. Ich sag mal, nice to have. Ja, der Akku wird dir immer angezeigt, also der Akkustand. Hier starten wir jetzt gerade mit 40%, und dann seht ihr auch die rotierende Bürste und eine LED, die euch dann das Ganze etwas leichter macht, am direkt den Boden zu erkennen. Und ich muss dazu sagen, wenn ich jetzt in Bereichen unterwegs bin, wo nicht so viel Licht ist, dann hilft diese LED schon sehr. Ja, ihr könnt über diese Plus-Minus-Funktion, die ihr gerade gesehen habt, könnt ihr den die Intensität ja, einstellen, aber ich habe festgestellt, der steuert sich auch selber. Je nach Untergrund oder je nachdem, was er meint, reguliert sich die Stärke, also die Saugstärke selber. Hier haben wir jetzt mal einen Extremtest beim Nachfüllen des Heus von den Meerschweinchen. Ist ein bisschen Heu daneben gegangen, dachte ich, top Möglichkeit hier mal den Sauger zu testen, aber wie ihr seht, er meistert das zu meiner Überraschung ganz gut. Klar, das ist jetzt hier kein Standard-Anwendungsbereich, und ihr seht ja auch, in der Bürste bleibt das ein oder andere Heu hängen, aber das liegt natürlich daran, dass sie ja ähnlich sind wie Haare, wenn die einmal loslegen, und dadurch natürlich auch etwas schwierig zu beseitigen. Aber er geht ganz konsequent weiter und hat auch da gar keine Probleme mit so ein bisschen Heu noch im Getriebe weiter zu saugen und macht hier weiter seinen Dienst fleißig. Also insgesamt wirklich super Leistung. Dann habe ich gedacht, ich probiere das Ganze auch mal in der Küche aus. Da haben wir gerade
ein bisschen umgeräumt und wie ihr seht, da gibt es ein bisschen Staub auf dem Boden. Also optimal die Saugfähigkeit zu prüfen und vor allen Dingen mal die LED zu prüfen. Ja, hier ist das Ladegerät. Ich habe das jetzt mal angeschlossen. Da könnt ihr ganz einfach den Akku reinstecken. Akkukapazität ist so okay, aber könnte aus meiner Sicht ein bisschen besser sein. Hier seht ihr mal das eingesaugte Ergebnis. Das lässt sich einfach per Knopfdruck dann im Mülleimer entsorgen, was das Ganze natürlich angenehm macht. Ja, ich habe ihn auch auf verschiedenen Teppichen getestet. Damit kommt der Sauger auch sehr gut klar. Insgesamt hat mich, wie gesagt, diese Bürste sehr überrascht, weil diese Filzbürste oder Filzaufsätze, der hat schon richtig was rausgeholt aus dem Teppich. Wie ihr seht, hier sind Haare, alles Staub, also Wahnsinn. Da bin ich mal die ganze Wohnung durchgegangen. Und was mich hier wunderte, ist, dass er die Haare alle schön in die Mitte transportiert hat, was es mir natürlich dann umso leichter machte, dann die auch entsprechend wieder abzumachen. Ja, die verschiedenen Aufsätze, einen habt ihr ja schon gesehen eben, sind natürlich auch super, die dabei sind. Hier kann ich Spinnweben auch von der Decke wegsaugen. So kann man ihn natürlich optimal einsetzen und erfüllt das, was er soll. Als Zwischendurchsauger wird er mal hervorgeholt und kann dann kurzfristig hier eingesetzt werden und saugen. Ja, das war der kurze Test. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Also, kurzes Fazit. Das ist ein wirklich schöner Sauger. Der wird hier dauerhaft zum Einsatz kommen. Ich hänge den bei uns in der Küche auf. Dann kann der an seinem Halter, der ja auch gleichzeitig die Ladefunktion ist, dann da wunderbar auf seinen Einsatz warten. Insgesamt muss ich sagen, ist er natürlich schon aufgrund seiner geringen Akkukapazität, das ist mir so jetzt aufgefallen, eher für den so einen kurzzeitigen Einsatz vorgesehen. Also der kann hier keinen vollwertigen Staubsauger aus meiner Sicht ersetzen, weil wir hier tatsächlich, sagen wir mal so ungefähr 15 Minuten bei voller Leistung nur an Saugleistung haben bzw. Saugdauer haben. Und das ist nicht allzu viel, finde ich, aber es ist für den Zweck, nämlich für als Zweitsauger, eigentlich absolut ausreichend. Denn wir setzen den hier tatsächlich, seitdem ich ihn habe, immer wieder mal zwischendurch ein für kleinere Unfälle, wie zum Beispiel den kleinen Unfall, den er gesehen hat mit dem Heu. Da kann man den wunderbar benutzen, obwohl das natürlich Schwerstleistung ist. Oder was halt so passiert im täglichen Haushalt. Wir haben ja einen Hund, der macht immer Dreck, habt ihr ja gesehen. Ich habe extra mal ein bisschen liegen lassen, damit ihr mal sehen könnt im Action. Also von daher, was gefällt mir sehr gut, das war also erstmal diese überraschende LED-Leuchte. Die Bürste ist genial, muss ich sagen. Die, dadurch, dass das irgendwie da sich nach in der Mitte sammelt, ist das natürlich leicht zu reinigen. Also gerade mit Hundehaaren oder langen Haaren bei einem Drei-Frauen-Haushalt ist das schon super. Also insgesamt würde ich sagen, für den Sauger Daumen hoch, Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Also für die Kohle kann man eigentlich nicht mehr verlangen. Also von daher würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Hat euch das Video gefallen? Habt ihr noch Fragen dazu? Dürft ihr die gerne in den Kommentarfunktionen unten drunter stellen. Hat euch das Video gefallen? So muss es ja heißen. Dann Daumen hoch. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal.